Wie in fast jedem Souls-like unter der Sonne könnt ihr auch in Lords of the Fallen eure eigene Startklasse aussuchen. Da stellt sich natürlich die Frage, welche Klasse ist die beste? Um das herauszufinden, lieber Bauer, müssen wir erstmal alle Klassen kennen. Euch interessiert nur das Ergebnis? Dann springt einfach zu der Zeit hier. Oder zum entsprechenden YouTube-Kapitel. Los geht's mit dem Heiligen Ritter! Der Heilige Ritter startet auf Level 10 mit 12 Stärke, 8 Agilität, 15 Beständigkeit, 11 Vitalität, 9 Strahlen und 8 Inferno und zielt damit vor allem auf Überleben ab. Als Ergänzung seid ihr mit einer starken Rüstung, ein paar Heilsteinen und einem schnellen Kurzschwert ausgestattet, das hauptsächlich mit Stärke skaliert. Außerdem hat euer Schild einen höheren Blockschutz als der der anderen Klassen. Im Fernkampf setzt der Heilige Ritter auf geworfene Granaten, die zwar guten Schaden machen, aber auch ordentlich Munition kosten. Da ist es effektiver, auf den Gegner zuzurennen und sie mit dem schweren Angriff einfach umzutackeln. Umtackeln ist das richtige Stichwort, denn der Udirange Kriegswolf setzt genau darauf. Draufhauen! Er startet auf Level 12 mit 16 Stärke, 10 Agilität, 13 Beständigkeit, 10 Vitalität, 8 Strahlen und 8 Inferno. Passend zu diesen Attributen führt er ein schweres Großschwert, das nicht nur viel Schaden austeilt, sondern auch in einem ziemlich großen Bogen geschwungen wird, außer ihr haut es gegen eine Wand. Abgerundet wird das Barbaren-Image noch mit einer leichten Rüstung, Wurfbeilen und ein paar Feuersalzen, um eure Waffe extra hot zu machen. Während der Kriegswolf wild um sich haut, hat der Partisan eher seine innere Mitte gefunden. Mit Level 12 und 13 Stärke, 12 Agilität, 12 Beständigkeit, 12 Vitalität, 8 Strahlen und 8 Inferno hat er neben dem Verdammten die am gleichmäßigsten verteilten Attribute. Die Armbrust, die er zwischen Angriffen in aller Ruhe nachladet, unterstreicht diesen inneren Frieden ebenso wie der Flegel mit seiner ausgeglichenen Skalierung und seinen schnellen, treffsicheren Angriffen. Das Einzige, was bei dieser Klasse ein wenig unreif ist, sind die Beeren, mit denen ihr eure Ausdauerregeneration boosten könnt. Klingt irgendwie ungesund. Aber ein Speer im Magen ist ebenso ungesund. Darum hat sich die Infanterie auch für diese Waffe entschieden. Mit ihren 12 Stärke, 14 Agilität, 12 Beständigkeit, 11 Vitalität, 8 Strahlen und 8 Inferno auf Level 12 führt ihr den auf Agilität ausgelegten Speer elegant in die Eingeweide eurer Gegner. Solltet ihr sie mal nicht mit dem langen Stock erreichen können, könnt ihr auch auf eure Wurfspeere zurückgreifen. In der richtigen Situation können die sogar mehrere Gegner gleichzeitig durchbohren. Und wenn es mal brenzlig wird, hat die Infanterie auch einen Nierenstein, ein Priostein-Trio im Handgepäck. Wollt ihr lieber komplett auf Abstand bleiben? Dann könnte der Schwarzfeder-Waldläufer euch gefallen. Er startet auf Level 8 mit 11 Stärke, 13 Agilität, 11 Beständigkeit, 10 Vitalität, 8 Strahlen und 8 Inferno. Seine Lieblingswaffe ist sein treuer Bogen, der unter allen Klassen die geringsten Munitionskosten mit sich bringt. Solltet ihr euch trotzdem ausgehen, habt ihr zwei Munitionstaschen dabei. Und auch eure Axt ist nicht nur zum Holzhacken geeignet, sondern macht mit vielen Gegnern kurzen Prozess. Dem verbannten Nachsteller wurde wahrscheinlich ebenfalls der Prozess gemacht, aus dem er sich aber agil herauswinden konnte. Diese etwas schwierige Klasse startet auf Level 10 mit 9 Stärke, 16 Agilität, 11 Beständigkeit, 11 Vitalität und wieder 8 Strahlen und 8 Inferno. Passend zum schnellen Spielstil bringt er nicht nur ein, sondern gleich zwei Messer mit ins Gefecht. Am Anfang hauen die nicht wirklich rein und ihr müsst sie einzeln aufwerten. Doch wenn ihr das mal gemacht habt, ist der Nachsteller ein echtes Monstrum. Und das Gift und die Wurfmesser in seinem Arsenal lassen auch vermuten, wofür er vielleicht verbannt wurde. Vermutlich war er Koch und hat jemanden die Suppe besonders gewürzt. Der Prediger Aureus bringt durch sein Strahlen eine ganz eigene Würze mit sich. Auf Level 11 hat er mit 10 Stärke, 8 Agilität, 9 Beständigkeit, 11 Vitalität, 18 Strahlen und 8 Inferno den höchsten Strahlenwert und damit den meisten Einblick in seinen Teil der Welt. Diese Stärke nutzt er aber nicht nur für Zauber, die er Gegner nach kurzer Aufladephase um die Ohren hauen kann, sondern auch in seinem mächtigen Hammer, der bei vielen Feinden Schnellnägel mit Köpfen macht. Damit eurer Magie nicht so schnell der Saft ausgeht, habt ihr auch noch ein paar Mana-Steine im Gepäck. Während der Prediger vor sich hinstrahlt, geht es beim Feuerkultist heiß her. Level 10, 9 Stärke, 8 Agilität, 11 Beständigkeit, 9 Vitalität, 8 Strahlen und ganze 18 Inferno zeigen deutlich, dass hier der Name Programm ist. Als Feuerkultist werdet ihr euren Gegnern die schnellen Feuerbälle nur so um die Ohren pfeffern. Das ist auch zu empfehlen, denn im Nahkampf kann euer Stab zwar mit Reichweite, allerdings nicht mit Schaden oder Angriffsgeschwindigkeit punkten. Zum Glück hat auch der Feuerkultist ein paar Mana-Steine dabei.
Jedes Souls-like, das etwas auf sich hält, hat ihn. Den Charakter, der absolut nichts kann. Auch der Verdammte in Lords of the Fallen gehört dazu. Level 1 und 9 Punkte in jedem Attribut. Eine dürftige Rüstung und nichts als ein Stein zum Werfen und ein Eimer zum Angreifen. Mehr hat er nicht zu bieten. Aber unterschätzt ihn nicht. Denn vor allem der Eimer kann beidhändig getragen schnell viel Schaden verursachen. Und gerade wegen des geringen und ausgeglichenen Levels ist diese Klasse vor allem dazu verdammt, sich in jeden möglichen Spielstil verwandeln zu lassen. Zu guter Letzt haben wir noch das OnlyFans unter den Charakterklassen. Den dunklen Kreuzritter könnt ihr nämlich bloß auswählen, wenn ihr auch die Deluxe Edition besitzt. Dafür erhaltet ihr einen Level 14 Charakter mit 12 Stärke, 8 Agilität, 14 Beständigkeit, 14 Vitalität, 11 Strahlen, 8 Inferno, einem starken, aber langsamen Großschwert, schwerer Rüstung und einem Sprengstoff, der sogar heilen kann. Außerdem startet ihr statt mit einem Item mit einem Amulett, das eure Stärke und Beständigkeit noch weiter erhöht. Dadurch startet der dunkle Kreuzritter mit den höchsten Attributen von allen Klassen. Gut, das waren jetzt alle Klassen, aber welche ist die beste? Sind wir ehrlich, wie so oft kommt das natürlich ganz klar auf euren Spielstil an. Aber es gibt natürlich einige Favoriten. Der Prediger kann zum Beispiel mit hohem Schaden in Nah- und Fernkampf punkten. Sowohl der Hammer mit seinen schnellen, starken Angriffen, als auch die Zauber hauen Gegner in 0, nichts um. Dazu kommt noch, dass er bald auch Heilmagie lernen kann. Auch der Verdammte ist trotz der geringen Reichweite der Eimer ein Kandidat für den Titel Beste Klasse. Dieser Schaden des Rennangriffs ist einfach nicht zu verachten. Dazu kommt noch, dass ihr in keine Richtung gedrängt werdet, sondern ein komplett unbeschriebenes Blatt spielt. Und auch wenn es wie Pay to Win klingt, die Waffe des Kreuzritters, die hohen Attribute und seine starke Rüstung machen ihn ebenfalls zu einem Kandidaten. Ob ihr dafür extra die Deluxe Edition kaufen wollt, bleibt allerdings euch überlassen. Das sind aber nur unsere Kandidaten für die beste Klasse. Was ist euer Favorit? Schreibt's in die Kommentare oder kommt auf unseren Discord-Server, dann können wir drüber quatschen.